Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Alte Schule Daily. Mein Name ist Carsten Arndt und ich mache den Podcast Alte Schule. Und ich habe das große Vergnügen, viele, viele Rennfahrer, Konstrukteure, Designer, Entwickler und Autoenthusiasten treffen zu dürfen. Und ich lasse immer eine Kamera mitlaufen. Und in Zeiten wie diesen, wo viele von uns zur Heimarbeit verdammt sind, dachte ich, kann es doch nicht schaden, wenn ihr mal so ein bisschen aus dem tristen Alltag herausgerissen werdet, hoffentlich gesund seid und ein bisschen Spaß habt mit den täglichen Videos, die ich euch ab jetzt an hochladen werde. Los geht's mit einem Gast, der euch ganz besonders gut gefallen hat. Er hat auch wirklich wilde Geschichten von früher zu erzählen. Willi Kausen. Der hatte das große Vergnügen, mal unseren damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann im offenen Porsche 917 bei Schnee über die Nordschleife zu fahren. Und wie das war, das erzählt er euch heute. Bis morgen, bleibt gesund und viel Spaß jetzt. Boah, ist echt verrückt. Was übrigens auch verrückt ist, dass der Bundespräsident Gustav Heinemann gesagt hat, dieser 917 klingt verlockend, da würde ich gerne mal mitfahren. Der Gustav Heinemann, der hatte sich ja zum 75. Geburtstag, hatte der sich ja mit dem schnellsten Auto der Welt und mit dem deutschen Fahrer, hatte der sich Runden überkriegen. Das ist ja 1. Mai. Jetzt habe ich das Rennen gewonnen am Wochenende, die 300 Kilometer mit dem 917. Und dienstags war das Fahren. Das ganze Wochenende wurden schon alle Teile fotografiert und alles beklebt, weil die Securities war ja, hätte was passieren können. Die Mechaniker rasen dem sagt, was ist jetzt? Ja, weil ihnen sagt, was ist jetzt? Ist doch egal, dass die Teile jetzt markieren. Jetzt lass das. Wer fährt schon mit dem Bundespräsidenten nur um Nürburgring? Zu viele. Dienstagsmorgen, Schnee. Kommt der Security, der Chef von denen, der hat einen 6,3 Mercedes. Der hatte so ein Parker, ich sehe den jetzt noch. Sagt er, was machen wir? Wie ist er schon, machen wir? Wir fahren. Ja, sagt er, wie wir fahren. Ist das Schnee? Ja, Mann, sag ich, ist nur Schnee hier an Stadt und Ziel und in Brünnchen. Gas ich mal kurz an. Und ist doch egal. Damit kommt die Frau Heinemann, die Hilda. Sagt sie, Herr Kausen, Sie haben Winterreifen? Ja, sag ich, habe Winterreifen. Wir fahren Le Mans mit M&S-Reifen, dafür sind wir bekannt. Wir haben Winterreifen. Der war auch pappig ein bisschen der Schnee. Und neue Regenreifen ist ja was wie Winterreifen. So. Dann ist sie weggegangen und dann kam sie wieder und sagte, hören Sie mal, haben Sie auch Spikes? Nee, sag, Spikes haben wir jetzt nicht. Ja, aber ist egal. Dann sagt der Security-Chef da, der sagt, Herr Jörns Gausen, das kann ich nicht verantworten. Ich sage, Mann, das. Haben Sie sehen Sie, wie der sich freut, sag ich. Dem ist völlig egal, aber schneidet doch. Regnet, dem ist alles egal. Der hat einen schwarzen Anzug an, der will da nur einen Helm von mir noch. Ja, das geht nicht. Ich sage, Mann, ich pass auf. Es ist jetzt hier Schnee und dann ist vielleicht noch im Brünnchen und hohe Acht, aber ich pass auf. Sagt er, wissen Sie, was wir machen? Wir schicken den Opel Blitz vorweg. Opel Blitz hatte ja 43 PS damals. Drei Mann hinten auf der Brett, drei Mann auf Bretsche mit MPs und drei Mann links, also Also die sechs Mann Sicherheitsleute, die mal geguckt haben. mit 43 PS. Ja. Da sagt er, wie lange soll man den vorlassen? Ich sage, Einen halben Tag. lass man mal 20 Minuten vorfahren, halbe Stunde. So. Jetzt kommt der eine Mann. Sagt, ja, wann fahren wir denn jetzt, Herr Gausen? Ich sage, keine Ahnung, die sind ja jetzt noch rumfahren, ob da irgendwas. Damit sagt er, ich sage, komm, lass mal fahren. Die sind irgendwo, treffe ich die ja oder sind schon hier oder kommen. Also, wir steigen ein, fahren, dann ist da wirklich schneefrei. Dann komme ich im Brünnchen, natürlich Schnee. Komme ich hoch, komme quer, liegt der Opel Blitz im Graben. Der ist bestimmt mit 15 Stundenkilometer rausgeflogen da oben. Liegt er im Graben? Die Polizisten, die sechs, laufen über die Strecke und suchen der MPs und alles, was sie haben. Jetzt habe ich natürlich Angst, tritt in die Bremse und dreh mich um die rum,
nichts passiert. Mit dem Bundespräsidenten auf dem Beifahrer. Und ich gucke und er tut so. Ich denke, der hat das ja nicht gemerkt. Der war so aufgeregt, der hat das nicht gemerkt. Also ihr habt richtig 360 in, ja, genau. Und, dann, ja. Und ich stand aber wieder in Richtung. Okay. Und dann tat er so. Daumen also, hoch und weiter geht's. So, also, dann ich weiter. Wir kommen an Start und Ziel an. Dann sagt er, können wir noch eine Runde fahren? Da sagt der Security, pass auf, Carsten. Du steigst jetzt aus. Ich stoße dich jetzt, sagt er. Du steigst jetzt aus und kommst zu mir. Fährst du nur einen Meter, wirst du jetzt sofort verhaftet, weil die Jungs sind immer noch nicht da. Ja, sag ich, die liegen im Ründchen. Da musst du einen Schlepparen hinschicken. Sagt er, gefahren wird hier nicht mehr. Und eine Mann wollte noch eine Runde fahren. Da war der einmalig. Da kannst du auch keinem erzählen, oder? Da glaubt doch ja keiner. Und die Hilde hatte Spaß. Boah, wann kommen wir denn mal nach mal essen? Ich sag, Frau Heinemann, ich kann nicht. Nein, das können Sie uns nicht antun. Wir haben da in Bonn alles, da ist da alles, da ist da Essen. Ja, sag ich, ja, gucken wir mal. Einmalig war das. Im schwarzen Anzug mit meinem Zweithelm. War ja nichts zum. Kein, also das kein ist ja auch, Gurt. Also im schwarzen, nicht im schwarzen Rennanzug, sondern im schwarzen Im Anzug. Im schwarzen Anzug mit Krawatte. Der Bundespräsident. Ja, mit klar. Mit dem Ersatzhelm des Fahrers. Mit meinem Ersatz. Wo Sie schon reingeschwitzt haben? Nein, nein, das war jetzt wohl so, ein Frischer. Okay. Es war ein Frischer und er hat ja keine, wir haben ja keine Gurte. Ach, du saß da so drin? Wir haben doch keine Gurte. Der Sitz ist doch nur der Notsitz vom Reglement her. Ja, muss ja, der Sitz sein. Ja. Und ich habe ihm gesagt, er muss an der Rohre sich festhalten. Und da haben sie sich um 360 Grad gedreht. Auf der, ja, auf der und dann hat er ja losgelassen und guckt mich an. Er sitzt ja links, ja, ich rechts, guckt mich an und tut so. Denke ich, der hat das ja nicht gemerkt. Geht er weiter jetzt. Und was ist man so mit dem Höchstgeschwindigkeit gefahren? Also ich bin auf Döttinger Höhe bin ich schon 250 gefahren. 250, mit ja, bin ich angeschnallt. Vierter Gang, also dritter Gang Vollgas. Und... Und unfassbar. Seine ja, Birne immer immerhin gegengeschlagen. Ja, ja, klar, weil er sitzt ja ganz anders im Wind wie ich. Zwar war 75 Jahre alt. Ja, voll viel Visierhelm und hat natürlich, kann den Kopf natürlich nicht gerade halten, ist ja klar vom Wind, weil er sitzt höher, ja, der Beifahrersitz ist auch höher, weil da drunter liegt Kabel und nein, lag die Feuerlöschanlage. Ach so, und sowas. Okay. Deshalb war der Sitz höher und er jetzt, ich saß jetzt wirklich hinter dem Scheibchen und er saß dann.